Hallo meine Lieben, heute hier wieder im Body Planet mit Tamer Galal. Ich habe euch gesagt, ich verrate euch hier ganz viele Tricks in den Videos und heute geht es um das Thema Maximalkraft. Was ist Maximalkraft? Wie erkenne ich meine Maximalkraft? Eine Maximalkraft könnt ihr daran erkennen, dass ihr eine Wiederholung in der konzentrischen Maximalkraft, die positive Belastungsphase, ja, wenn wir die jetzt als 100% nehmen, ja, also das heißt, ich kann eine Wiederholung alleine machen, nur eine einzige, entspricht es die positive Belastungsphase. Ja, und hier werden auch diese sogenannten Wachstumsreize gesetzt. Im statischen Maximalkraft, das heißt, also wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler 100 Kilo anheben kann, egal jetzt wie, ob er jetzt Kniebeugen macht oder Bankdrücken macht, ja, dann sind es die 100%. Er schafft aber nur die eine Wiederholung. Würde er aber in der statischen Maximalkraft trainieren, also nur halten vom Gewicht, ist der Körper in der Lage, zwischen 110 und 120% das Gewicht zu nehmen. Das heißt, er könnte 110 oder 120 Kilo halten. Hört sich jetzt für viele viel an, aber ihr könnt es einfach umrechnen, wenn wir das mit 10 Kilo machen, wären es 100 Kilo. Ja? Wenn wir das mit der statischen Maximalkraft, also halten vom Gewicht, dann wären es hier in dem Fall zwischen 11 und 12 Kilo. Wenn wir jetzt die exzentrische Maximalkraft nehmen würden, ja, was würde ich schaffen, wenn ich das Gewicht nur runter bewegen würde, gerade beim Bankdrücken? Ja? Man hat festgestellt, wirklich, das sind wissenschaftliche Studien, dass der Muskel dann in der Lage ist, zwischen 120% und 140% schaffen könnte. Ja, das heißt, in der negativen könnte, wenn ein Athlet mit 100 Kilo Bankdrücken die positive schafft, 120 halten, könnte er rein theoretisch mit 140 Kilo langsam und kontrolliert runtergehen. Ja? Und jetzt kommt das eigentliche Geheimnis. In der negativen Belastungsphase sind die Wachstumsreize am höchsten. Merkt euch das. Das heißt, beim Runtergehen, da setzt ihr die höheren Reize zum Wachsen, zum Muskelwachstum. Ja? Also das sind ganz wichtige Regeln. Wenn ihr die beachtet, dann werdet ihr ganz tolle Ergebnisse haben und wirklich mit Leichtigkeit und Spaß in der kürzesten Zeit euer Erfolg sehen. Ja? Wichtig ist kurz, hartes Training. In einer Trainingseinheit kann man maximal 180 Sekunden Wachstumsreize setzen. Wisst ihr, was das heißt? Rein theoretisch würde es reichen, wenn wir nur 3 Minuten trainieren. Geht leider nicht. Weil die ersten 4, 5 Wiederholungen zum Beispiel sind zum Angewöhnen und danach quält sich der Muskel noch ab. Und da ist es wichtig, dass ihr das folgendermaßen macht. Das empfehle ich immer so meinen Kunden. Ich sage immer, stell dir vor, du hast einen Kampf mit deinem Muskel, in Anführungsstriche Kampf, positiv sehen bitte. Der Kopf sagt, mach noch eine Wiederholung, obwohl der Muskel gar nicht mehr kann. Der Muskel schreit zum Gehirn, hör auf, hör auf, hör auf. Nein, weitermachen muss das Gehirn sagen. So, dann quält sich der Muskel durch und sagt wieder, hör auf. Jetzt sagt das Gehirn das zweite Mal, nein, mach weiter. Und du quälst dich durch, am besten mit einem Trainingspartner, der dir dann noch leicht hilft, der darf dir nicht viel helfen. Und du quälst dir noch die zweite Wiederholung durch. Und dann muss das Gehirn sagen, jetzt mach noch mal eine. Und beim dritten Mal, wo das Gehirn den Muskel quält und der Muskel dann zum absoluten Versagen kommt, erst dann sagt das Gehirn, okay Muskel, ich schicke dir alle Botenstoffe, alle Nährstoffe, damit du stärker wirst, damit du größer wirst, damit du das nächste Mal dieses Gewicht schaffst. Du hast mir gezeigt, dass du bis
ans Ende gegangen bist. Und das ist wirklich wichtig. Wichtig ist nicht, wie lange wir trainieren, sondern wie wir trainieren. Die Qualität ist das Wichtigste. Das heißt, mach lieber 3 Sätze gutes Bankdrücken, wie 10 Sätze an irgendwelchen Maschinen, um einfach nur Bewegungstherapie zu machen. Wenn ich manche Leute beobachte im Studio, da stelle ich das immer wieder fest, die sagen, okay, ich höre jetzt auf, weil ich muss ja noch einen Satz machen. Meine lieben Leute, das ist Arbeiten. Das ist nicht Trainieren. Ja? Trainieren heißt bis zum Muskelversagen. Vorher passiert nichts. Ja? Das heißt, ihr müsst in jedem Training 100% bringen. Vielleicht auch 110 bis 120. Und wenn ihr ganz gut seid und ganz schnelle Ergebnisse, dann geht auf die 120 bis 140 im exzentrischen Maximalkraft, also in der negativen Belastungsphase. Ein mega wichtiger Punkt. Bitte haltet euch dran und ihr werdet tolle Ergebnisse haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr unser Video liked, eventuell auch teilt auf Facebook und einen guten Kommentar drunter schreibt. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Wir sind da für euch da. Ja, euer Body Planet Tamer Galal.